wir sind ja wieder auf eine Sache aufmerksam geworden. Stellt euch mal vor, du stehst vor dem Kölner Dom auf dem Domplatz. Vor was muss man denn da in Köln Angst haben? Dass da was, dass da was runterfällt, oder? Muss man da einen Helm tragen? Ja. Oder Frauen, müssen die vor was Angst haben? Sind die sicher im Dom? Im Dom vielleicht. Aber auch drumherum nicht. Ja. Weil die machen ja ab und zu mal das Licht aus, ne? Wenn. Ah, wenn die Falschen da irgendwie auf dem Domplatz sind, dann wird das Licht ausgemacht, ne? Und wenn die Richtigen da sind, damit die auch die Richtigen finden, haben die gute Beleuchtung. Aha. Das heißt also, wenn die Nordafrikaner da sind, dann wird gut beleuchtet. Genau. Und bei der anderen halt nicht. Das ist schon Politikum. Aber was ist jetzt wirklich gefährlich? Ich glaube, so wie wir das jetzt wissen, ist das Gefährlichste, wenn man sich nicht nur widerrechtlich Zutritt verschafft und da auf den Dom hochläuft. Wieso widerrechtlich? Hat doch eine Eintrittskarte. Kannst doch bezahlen, da darfst du noch. Ja, aber das sieht die Dompropstei anders, glaube ich. Die denkt, man hat sich da illegal Zugang verschafft, indem man eine Eintrittskarte gekauft hat. Hm? Also es fängt schon an, die Gefahr beim Kauf der Eintrittskarte. Geht's wieder bloß ums Geld, oder was? Ja, und da machst du jetzt oben, machst vielleicht mit deiner Freundin vielleicht ein Selfie. Ne? Ja, schön. Und da sagst du zum Beispiel, schön, die Höhe, tolles Bauwerk im Abendland. Oder der Nächste macht ein anderes Selfie und sagt, ganz Gott oben sei Dank, Grenzlicht, genau, oder ganz oben. Oder immer. Ganz oben geht das Licht nicht aus. Ja, und genau. Wenn du sowas machst, dann bekommst du es mit der Dompropstei zu tun, weil die vielleicht deine Auffassung nicht teilen. Ja, aber unterstützen sie dann, wenn du da im Angesicht des Doms oder im Dom selber Interesse dran hast, dass du im Schutz vom Dom eigentlich aufforderst, den Schutz vom Dom ein bisschen zu erweitern? Mögen die das nicht? Das kann ich vergessen. Ja, also ich glaube, die machen da, glaube ich, Inquisition 4.0. Das nennt sich heute, glaube ich, Pressezensur, Medienzensur. Die wollen einfach nicht zugeben, dass sie halt, Dinge unterstützen, die meisten nicht wollen, weil ich die meisten nicht weiß bereichert ich nicht. Werden. Ja, genau. Auch nicht mit Unterstützung von der Kirche, schon gar nicht. Nee, da habe ich keinen Bock drauf, weil die unterstützen das ja, ne? Kommt her zu mir, Kinderlein. Ja, die Kirche hat schon immer die Meinung kontrollieren wollen. Es war früher durch den Beichtstuhl und heute macht sie das im Internet. Da macht sie ihre Taten dann weiter. Ich weiß es nicht, wie das jetzt da ganz genau funktioniert. Wenn ihr aber eine Meinung dazu habt oder eine Info zum Kölner Dom und zur Dompropstei, wie die sich rechtlich verhält bei Leuten, die da vielleicht ein Andenken in Form eines Bildes mitnehmen, reinposten. Ja, aber legt es euch nicht mit der Kirche an. Das kann teuer werden. Die Kirche sagt ja, kommt her zu mir, genau. Aber bezahlt. Richtig. Da geht es wieder nur ums Geld. Schon das immer. Ist traurig. Das ist schon sehr immer. Traurig. Und das beeinflusst natürlich wahrscheinlich auch die Politik. Aber sicher habt ihr da draußen mehr Infos. Dazu sind die Kommentare da. Reinposten. Würde uns freuen. Ja. Danke euch. Ciao. Tschüss.